Die Sonnencreme hat ein Ablaufdatum. Das ist ersichtlich auf einem kleinen Symbol. Das schaut aus wie ein Tiegel, wie eine Dose, die einen offenen Deckel hat. Und dann ist eine Zahl dabei, die gibt an, wie viele Monate nach dem Öffnen diese Creme haltbar ist. Grundsätzlich, wenn Sie die Sonnencreme richtig verwenden, dann bleibt Ihnen in der Saison keine Tube mehr über, die Sie im nächsten Jahr verwenden sollen. Denken Sie hier an die Teelöffelregel. 6 Teelöffel sind gleich 30 Milliliter pro Anwendung. Wenn Sie an den Strand gehen, sollten Sie hier für die kommende Badesaison eine neue Tube leisten. Typische Haltbarkeiten sind 6 oder 12 Monate. Je nachdem können Sie natürlich die Sonnencreme auch länger verwenden. Aber bitte schauen Sie hier auf die Packung. Denken Sie an das Symbol mit dem geöffneten Tiegel.